Du baust aber tolle Sachen. Sag mal, weißt du zufällig, wo die Familie Meier wohnt? Ich hab gedacht, die wohnen da vorne, aber ich finde das Haus leider nicht. Hey! Was soll das denn? Wieso machst du mich denn dreckig? Ich hab dich noch nur gefragt. Los! Was ist denn das für ein Geschrei hier, Alex? Wieso mach mich hier dreckig? Ich hab nur nach dem Weg gefragt, wo die Familie Meier wohnt. Und was hat er gemacht? Er hat mich mit Sand total dreckig gemacht. Was macht man nicht? Warum machst du denn sowas? Was soll das denn? Sag jetzt bitte Entschuldigung zu der Frau. Was soll das? Da sehen Sie, genau dasselbe hat er mit mir auch gemacht. Es tut mir leid, sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas Unerzogenes. Sorry, sorry. Die Steine kommen jetzt alle weg. Verdammt! Warum macht ich will das nicht mehr machen? Hallo, Papa. Alex, was ist los? Ich gebe mir doch wirklich allergrößte Mühe. Zu seinem Vater war er die ganze Zeit ganz normal. Aber dieses Gefühl, es bricht mir wirklich das Herz, zu sehen, wie mein Sohn sich immer weiter von mir entfernt. Die verzweifelte Hausfrau hat keine Erklärung für die Wesensveränderung ihres Sohnes und hatte vor einigen Tagen bereits einen Sozialarbeiter kontaktiert. Mai Kalani ist ihre letzte Hoffnung. Dass sich die Aggressionen des sechsjährigen Alex nicht nur gegen Mutter Fiona richten, wird erst im Gespräch mit dem Familienhelfer deutlicher. Was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Ich glaube, wir gehen lieber mal erstmal rein, wenn es okay ist. Ja, okay, alles klar. Dann gehen wir mal rein am besten. Mein erster Eindruck von der Familie Kramer war, als ich eingetroffen bin, dass ein Konflikt im Gange war. Also die Mutter hat geweint, der Vater hat die Mutter getröstet und der Junge hat einen ganz normalen Eindruck gemacht. Ich kann ihm überhaupt nichts mehr recht machen und ich weiß okay. nicht mehr, was ich ja, machen schön. Soll. Ich kenne meinen Sohn so gar nicht. Okay. Nicht. Ach, Schatz. Und wie ist es in der Schule momentan? Ist es da auch so? Ist er da auch so auffällig wie jetzt hier zu Hause oder ist es nur hier zu Hause so? Wenn ich's mir überlege, leider ja. Mhm. Okay. Also Frauen gegenüber. Vor ungefähr einer Woche hat die Lehrerin mich angerufen okay. und hat mir Ähnliches berichtet. Mhm. Und ihr ist eben auch aufgefallen, dass es eben nur Frauen oder auch anderen Mädchen gegenüber. Ah, okay, gut. Alles klar. Mit den Lehrern hat er überhaupt keine Schwierigkeiten. Mhm. Aber er ist eben auch der Lehrerin gegenüber aggressiv geworden ja. und hat sich komplett im Verhalten geändert. Er ist mhm. nicht wiederzuerkennen. Ja, diese Aggressivität, die er ausstrahlt, das hat jetzt immer mehr zugenommen. Ja. Und okay. Ich bin gerade schockiert. Auch also er hat noch einigermaßen Zugang zu ihm, aber ich kann wirklich nichts okay. mehr machen, nichts mehr. Gibt es irgendwas Bestimmtes, was passiert sein könnte? Oder? Also wir können uns das überhaupt nicht erklären. Nee. Okay. Also es ist nichts vorgefallen. Ich kann mich an nichts erinnern. Es war wirklich von heute auf morgen fing er an und hat sich so verhalten. Wollen wir mal zu ihm hochgehen? Ich würde vorschlagen, dass Sie ganz kurz mal hier unten bleiben, wenn es geht. Weil ich würde gerne mal mit ihm alleine sprechen. Wenn Kinder aggressiv sind, ist es meistens ein Verhalten, was dahergeht, dass sie eine starke emotionale Empfindung haben. Das heißt also sehr viel Angst oder verängstigt sind oder sehr verunsichert sind. Und es gibt dann halt Kinder, die teilweise dann sehr aggressiv darauf reagieren. Aber es gibt auch andere Kinder, die sehr zurückhaltend und sehr ängstlich darauf reagieren. Meinst du, ich darf mal ganz kurz mit dir in dein Zimmer? Ja. Ja? Cool. Du hast aber ein schönes Zimmer hier. Ja. Sag mal, was spielst du eigentlich gerne? Schach. Schach? Ich spiele auch gerne Schach. Bist du da sehr gut drin oder bist du also mittelmäßig? Ja, mittelmäßig. Oh, das hätten wir eigentlich mal dann versuchen sollen zu spielen, ne? Aber ich würde vorschlagen, wir spielen was anderes. Was hältst du davon, wenn wir so ein bisschen auf deiner großen Straße spielen, wir beide? Ja. Ja? Der Erstklässler verhält sich während der Interaktion mit dem Experten völlig normal und zeigt keine Anzeichen von Aggressivität. Erst als zwei Nachbarskinder auftauchen, ergibt sich ein Hinweis, woher die plötzlichen Probleme mit dem weiblichen Geschlecht rühren könnten. Aha, wir bekommen Besuch. Ich möchte Alex zum Spielen rausholen. Du möchtest Alex zum Spielen rausholen? Ja. Aber kannst du dich erst mal vorstellen, wer bist du eigentlich? Ronja. Ich bin der Mike. Hallo Ronja. Und wer ist dein Kompane hier? Jan. Hallo Jan, ich bin der Mike. Und du willst jetzt den Alex zum Spielen raus? Ja. Es geht aber jetzt leider gerade nicht, weil wir uns gerade am Unterhalten sind. Was haltet ihr davon, wenn ihr dann später noch mal kommt? Na gut. Ja? Alles klar, super. Ja, tschüss. Tschüss. Und Alex, wenn du nicht in einer Stunde draußen bist, dann weißt du, was los ist an unserem abgemachten Treffpunkt. Uiuiuiui, was war denn das jetzt eben gerade für eine Ansage, Alex? Also, wenn ich in deinem Alter gewesen wäre, hätte ich jetzt super die Angst gehabt. Wie sieht's bei dir aus? Nee. Ja?
Und kannst du mir sagen, warum sie so mit dir gesprochen hat? Weil wir haben eine Wette gemacht. Okay. Da habe ich leider verloren. Und jetzt ist sie die Anführerin von unserer Gang. Und deswegen darf sie so mit dir sprechen? Ja. Wirklich? Ja. Wow. Okay. Guck mal, wir machen es jetzt so. Du spielst jetzt ein bisschen hier weiter. Und ich werde mal ganz kurz noch mal zu deinen Eltern runtergehen, mich mit denen unterhalten, okay? Mhm. Das Komische an Alex' Verhalten Ronja gegenüber war, dass er bei seiner Mutter oder bei der Passantin oder in der Schule sehr auffällig und sehr aggressiv auf Mädchen wirkt. Aber bei Ronja eher zurückhaltend und verunsichert war. Und das war für mich sehr komisch. Unsere Ronja. Die wir reingelassen haben. Ja. Niemals. Ein- und Auskid, mit der Alex regelmäßig spielt. Ganz genau. Die ein Herz und eine Seele sind. Ja, also ich kann mir jetzt keinen richtigen Reim darauf machen, was das Problem ist. Aber ich habe eine Idee, wir könnten eine Aktion hier bei Ihnen im Zimmer machen. Um dann herauszufinden, ja, so ein kleines Spielchen mit dem Alex, um herauszufinden, was das Problem ist. Weil ansonsten kann ich euch nicht sagen, was jetzt die Situation gerade momentan ist. Von uns aus? Wäre das in Ordnung? Probieren Sie alles. Ja, aber ein Spiel, ob das was bringt? Doch, bestimmt. Der Familienhelfer hofft, durch die Aktion dahinter zu kommen, warum der Sechsjährige auf weibliche Personen so aggressiv reagiert. Deshalb soll sich Alex nun symbolisch und spielerisch über Mai Kalanis Parcours mit Frauen auseinandersetzen. Diese ganzen rosanen Hütchen stehen für Mädchen. Aha. Und die blauen Hütchen stehen einmal für Papa und für deine zwei besten Freunde. Ja? In diesem Spiel geht es jetzt darum, dass du so schnell wie möglich durch den Parcours gehst, einmal hier rum, unter den Tisch und dann immer ein blaues Hütchen dir nimmst und die dann einsammelst. Und du versuchst möglichst kein pinkes Hütchen umzustoßen oder zu berühren. Bist du bereit? Ja. So schnell wie du kannst. Okay? Und los geht's. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Schaffst du. Sehr schön. Ah, nicht so schlimm, einfach weitermachen. Weiter geht's. Schaffst du. Gib Gas. Komm. Weiter geht. Ja? Mann, das geht nicht. Das sind zu viele. Ich habe die Aktion gemacht, um dem Alex zu zeigen, dass er den Mädchen und jungen Frauen nicht aus dem Weg gehen kann. Und er hat auch gesehen, dass er gegen Hütchen gekommen ist und dass es auf jeden Fall auch für ihn erschöpfend war. Und er hat auch dann auch selber gemerkt, dass es nicht funktioniert und dass es wichtig ist, dass er zum Reden kommt, dass er einfach sagt, was wirklich in ihm vorgeht. Sozialarbeiter Mai Kalani schafft es, dem Erstklässler kindgerecht deutlich zu machen, dass er den Umgang mit Mädchen und Frauen im täglichen Leben nicht vermeiden kann. Doch der Experte ist überrascht, als er erfährt, dass die Aggressionen des Jungen offenbar auf einer großen Angst beruhen. Und du hast ja auch gerade gemerkt, dass du das, als du den Slalom gemacht hast, dass du immer wieder an ein Tütchen gekommen bist, ne? Und das wird aber auch im reellen Leben so sein. Das heißt also, es macht eigentlich keinen Sinn, Mädels aus dem Weg zu gehen die ganze Zeit, sondern eher, dass du einfach offen bist und uns einfach mal erzählst, was wirklich dein Problem ist. Ja? Was ist los? Erzähl doch mal ein bisschen. Was ist los mit dir? Angst vor den Schmerzen. Was denn für Schmerzen? Was tut weißt du deine Schmerzen? Weil ganz viele Insekten dann in meinem Bauch sind. Was für Insekten denn? Schmetterlinge. Die Schmetterlinge im Bauch. Was? Wo kommst du denn da drauf? Du hast Angst vor Schmetterlingen im Bauch, mein Schatz. Aber die machen doch gar nichts. Das sagt man doch nur so. Guck mal, wenn man verliebt ist, dann sagt man, man hat Schmetterlinge im Bauch. Genau. Aber die kommen doch nicht in echt. Guck mal, ich hab den Papa auch ganz, ganz doll lieb. Und der mich auch. Und wir haben auch. Ja, man sagt so, man hat Schmetterlinge im Bauch, aber die machen gar nichts. Das ist nur so ein, wie so Kitzeln. Aber die machen doch keine. Guck mal, da musst du lachen, ne? Kinder nehmen heutzutage gewisse Dinge sehr, sehr wörtlich. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sehr aufpasst, was man sagt, weil ansonsten eine Situation entstehen kann wie bei Alex. Und es ist wichtig, dass man mit den Kindern auch darüber spricht dann. Alex fällt ein Stein vom Herzen. Der Sechsjährige weiß jetzt, dass er sich nicht vor echten Schmetterlingen im Bauch fürchten muss, wenn er sich mal verliebt. Im Zusammensein mit seiner Mutter, den Klassenkameradinnen und der Lehrerin verhält sich der Junge wieder vorbildlich.